Und jetzt kann man sagen, politisch korrekt zu sprechen, das bedeutet eben auch verschiedene Geschlechter einzubeziehen. Das bedeutet, das N-Wort nicht zu sagen und das kann auch bedeuten, von behinderten Menschen zu sprechen, statt bloß von Behinderten. Und vielleicht braucht es dann auch etwas Gewohnheit, eben nicht mehr von behinderten Toiletten zu sprechen, sondern etwa von barrierefreien Toiletten zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile spricht man auch auf Deutsch auch von POC, People of Color, und eben nicht mehr von Farbigen, wie es vielleicht so war, als wir alle noch jünger gewesen sind. In Deutschland tut sich also auch etwas und ich finde, es hilft, sich vorzustellen, dass eine Person dieser Minderheiten einen persönlich bittet, die Sprache etwas anzupassen, damit sie auch berücksichtigt werden. Dann, das kann natürlich trotzdem stören, vor allem wenn man dadurch selbst eben keinen Vorteil erlebt, seine Sprache zu verstellen. Und dann von der Status quo-Seite hört man dann oft, dass Leute von Meinungsfreiheit oder Redefreiheit sprechen als Verteidigung. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, heißt es dann. Und Rowan Atkinson zum Beispiel, aka Mr. Bean, führt bei einer Kampagne für Redefreiheit 2012 einige Beispiele von Überreaktionen der Bewegung, die man jetzt als Woke bezeichnen würde. Er spricht von einem Mann, der in Oxford verhaftet wird, weil er ein Polizeipferd als schwul bezeichnet hat. Diese Anklage wird dann später fallen gelassen. Komiker wie Rowan Atkinson haben hier natürlich durch die Woke-Kultur einiges an Redefreiheit verloren. Oder zumindest, wenn sie nicht gebrandmarkt werden möchten. Als Komiker möchte man natürlich schockieren. Und der Schock mit ein bisschen Kunst verbunden ist ja oft witzig. Und plötzlich muss man als Komiker vorsichtig sein, dass man bestimmte Personengruppen nicht schockiert, nicht beleidigt. Und das nervt natürlich. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und dann denke ich immer zurück an das Lied von Fettes Brot, Schwule Mädchen. Und dann die Frage, ob es dann weniger ein Hit gewesen wäre, wenn der Titel weniger krass formuliert gewesen wäre. Als Jugendlicher fand ich den Titel immer witzig, auch wenn es eben wenig Sinn ergab oder vielleicht gerade deswegen. Und dann gibt es die J.K. Rowling-Polemik. J.K. Rowling tweetet 2020, Anfang 2020, Menschen, die menstruieren, könnte man nicht einfach Frauen sagen, Tweetende, und löst dadurch einen Shitstorm aus. Sie schließt damit also Transmänner aus vom Oberbegriff Frauen, die eben auch menstruieren und Kinder gebären können, aber eben keine Frauen mehr sind. Später kommentiert Daniel Radcliffe in einem Statement, dass Transfrauen Frauen sind und weitere Schauspieler der Harry Potter-Serie distanzieren sich ebenso von der Autorin. Teilweise wird der Diskurs dann eben sehr aggressiv geführt und beide Seiten schenken sich nichts. Konservative Medien verwenden den Begriff Woke oft, um Personen zu diffamieren. So wurde Prinz Harry, als er und Meghan Markle von ihren offiziellen Rollen der britischen Krone zurücktraten, von der Daily Mail als Prince of Woke bezeichnet. Woke zu sein ist aber eigentlich am markantesten, wenn man nicht viel darüber sprechen muss, dass man woke ist. Martin Luther King war durch Taten und Auftreten woke, könnte man sagen, aber nicht, weil er sich als Aktivist selbst bezeichnete. Und das gilt natürlich für viele andere auch. Ich möchte hier natürlich nicht als Experte auftreten und ich gebe hier auch nur eine oberflächliche Übersicht, die stark von meiner eigenen Meinung natürlich beeinflusst ist. Ich lebe in London und ich glaube, zwischen London und anderen europäischen Großstädten gibt es schon einen großen Unterschied, und ein anderes Verständnis für dieses Thema und diese Begrifflichkeiten insgesamt. Auch zwischen Stadt und Land und zwischen Generationen gibt es große Unterschiede. Früher schon sprach man ja nicht mit den Großeltern über das Thema, Rasse, weil es wahrscheinlich unbequem war. Und ich möchte dennoch als Nicht-Experte empfehlen, sich die Gegenseite mal anzuschauen, sich mal in die zu versetzen. Nur so kann man irgendwie versuchen, wieder etwas moderat zu werden, weniger polarisiert zu sein. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und das verstehe ich auch sehr gut. Und bis hierhin, danke für die Aufmerksamkeit.
Das war mein Wort zum Sonntag.